Ich bin der Ronny, ich arbeite in der Finanzbuchhaltung in der Geschäftsstelle in Chemnitz. Welche To-Dos stehen bei dir an einem ganz normalen Arbeitstag auf der Liste? Ich habe hier die Buchhaltung der Geschäftsführung zu erledigen, das heißt alle eingehenden Rechnungen und die Bank zu buchen und aus den Buchhaltungen der 23 Jugendherbergen in Sachsen muss ich eine Gesamtbuchhaltung des Monats zusammenstellen, die dann der Geschäftsführung vorgelegt werden kann. Außerdem ist halt Kommunikation mit dem Finanzamt und mit dem Steuerberater täglich mein Geschäft und ich unterstütze die Herbergsleiter dabei, dass die ihren Monatsabschluss so gut wie möglich und so richtig wie möglich von Anfang an erledigen können. Das ist so meine tägliche Arbeit. Wie kam es dazu, dass du beim DJH angefangen hast zu arbeiten? Nun ja, ich war auf der Suche nach einem sozialeren Arbeitgeber und hatte das Stellengesuch vom DJH gesehen und bei dem Bewerbungsgespräch hat sich schnell herausgestellt, dass der Aufgabenbereich und auch die größere Verantwortung, die damit zusammenhängt, mich sehr interessiert haben und sehr gereizt haben. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, sowohl vom Aufgabenbereich her als auch was den sozialen Arbeitgeber angeht. Und deswegen arbeite ich auch immer noch sehr gern hier. Was macht dich in deinem Job glücklich? Das ist noch eine persönlichere Frage. Und da muss man sagen, es gibt ganz viele kleine Dinge, die alle so nebeneinander stehen, die alle gleich wert sind. Eine Sache, die mir gleich mal einfällt, ist die Wertschätzung meiner Arbeit, was mir sehr gut tut, was mir sehr wichtig ist und was eben von allen Seiten, von Kollegen wie auch von Vorgesetzten gleichermaßen gezeigt wird. Aber was mir auch sehr wichtig ist, was mir auch sehr gut gefällt, ist der allgemeine Umgang der Mitarbeiter und auch der Vorgesetzten miteinander, dass das ganz sehr kollegial ist und freundlich ist und ruhig ist, dass es eine ganz freundliche Arbeitsatmosphäre ist, in der man sich ganz sehr wohlfühlen kann. Und das gefällt mir jeden Tag aufs Neue. Hast du vor deiner Zeit beim DJH schon mal Urlaub in einer Jugendherberge gemacht? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich in Jugendherbergen nur während meiner Kindheit übernachtet, organisiert von meinen Eltern oder möglicherweise auch von der Schule aus. Aber als Erwachsener war ich noch nie auf den Gedanken gekommen, in einer Jugendherberge zu übernachten, bis ich hier angefangen habe zu arbeiten. Welche Jugendherberge in Sachsen ist deine Lieblingsjugendherberge? Das passt ganz gut. Ich habe also jetzt erstmals in einer Jugendherberge übernachtet. Das war in Seida. Und dadurch habe ich jetzt noch nicht den Vergleich mit anderen Jugendherbergen, aber mir hat es in Seida sehr, sehr gut gefallen. Meiner ganzen Familie hat es sehr gut gefallen. Und da ist das prompt auch zu meiner Lieblingsherberge geworden bis jetzt. Allerdings habe ich vor, auch demnächst noch weitere Jugendherbergen mit meiner Familie zu besuchen, sodass wir noch mehrere Lieblingsjugendherbergen bekommen könnten.